Moin Moin, so, jetzt geht's wieder weiter mit der Pate auf Ableton 2. Wir sollten. Tom hier, komm zum Anwesen. Wir müssen über deine Zukunft reden. Joa. Wir müssen zum Anwesen. Nein. So. Ich finde Truman. Ihr Auto oder ihr Leben. Töte mich nicht. Willi. Auf den Anwesen wissen wir ja, wo es lang geht. Mein Pate. Na, wenigstens lächeln wir. Glückwunsch, Sie wurden zum Kapo der China befördert. Respekt, 250.000 Geld, 150.000. Befördungsbonus, wochenende Zahlung erhöht. Joa, okay. Lol. Mal hier speichern. Ich glaube gleich mit dir. Dann machen wir noch die Nebenmission fertig. Oh, hier. Wir haben ein Bett. In Kollegium anwesend. Okay. Wenn du eine Familie erledigen willst, musst du in ihr Hauptquartier. Das schaffst du aber nur, wenn du bis an die Zähne bewaffnet bist. Schieß dir den Weg durch die Straßensperren frei und dring in ihre Festung ein. Dann deponierst du in beiden Gebäuden eine Bombe und bumm. Ja, das wissen wir auch. Schalten Sie alle vier Familien aus. What? Dieser Job ist eine große Sache. Traust du es dir zu? Groß? Wer ist das Ziel? Marco Cuneo, Don Cuneos Sohn. Er hat eine absolut saubere Weste, Kleiner. Das heißt aber nicht, dass er nicht gefährlich ist.
Marco ist ein angesehener Geschäftsmann, sogar bei der Polizei. Es muss wie ein Unfall aussehen, ein Verkehrsunfall. Marco Kono ist der Capo des Teams und Sohn des Dons. Er genießt in der Öffentlichkeit ein großes Ansehen und unterhält gute Beziehungen zu den Behörden. In Wirklichkeit ist er ein brutaler Anführer, der für den Tod unzähliger Soldaten der Corleone verantwortlich ist. Finden Sie Marco und erteilen Sie ihm eine Lektion. Aber vorsichtig, lassen Sie seinen Tod wie ein Unfall aussehen. Uff. Eigentlich wollte ich ja nicht alle Gebäude einreinnehmen. Eigentlich. Oh, was ist denn? Okay, das war nur eine Lagerhalle. Hallo Don. Ich überlege wirklich, das zu machen. Es ist eine Mission. Willi? Zulassung, aber ich kann sie zusammenflicken. Also das ist unsere. Okay.
Gesundheit. Ja. So, und dann, welche Familie ist hier am nächsten? Die Familie, okay. Wir hätten Verwendung für jemanden wie Sie. Das ist mehr als ein Monatslohn. Sie haben mich. Lassen Sie mich gehen!
Ich bin gut. Du hast einen großen... Komm schon, ich schlag auch nicht zu hart zu. Nein. Nun mach schon! Anwesen zerstört. Respekt 200. Sie kontrollieren jetzt Held Kitchen. Oh, Fähigkeiten. Ja. Aufgaben. Okay. Als erste Häuschen haben wir fertig. Jetzt will rein. Komm mir nicht so. Endlich hat das Morden ein Ende. Thank you.
dich! Halt oder ich schieße! Ja. Lass uns sterben. Entschuldigung, was machen? Also. Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Hilfebomben haben wir. Endlich. Gerade. Ja, ist ein FBI. Die Wohnung. Das heißt also, wir gehen zuerst zur Wohnung, dann zum FBI. War hier nicht irgendwo noch ein Polizeirevier? Schade, schade, schade. Tut mir leid. Ich brauche Ihr Auto. Wieso haben wir das nicht gekauft? Vielleicht haben wir kein Geld gehabt. So, nachladen. Nachladen. So. Wieso haben wir die ganzen Häuser nicht gehabt? Okay, weil es einfach teuer war. So, Diamant. War es das? Ne, wir brauchen Bomben. Kann man irgendwie auf der Karte was kaufen? Eine Bombe. Bombe. Warte mal. Ja, ich kann auch ein neues weiterfahren. Und dann können wir abspeichern. Und dann können wir im nächsten Anwesen.
Haben wir alles. Jo. Dann speichern. Jo, und ich würde sagen, ich beende den Part. Heute ein bisschen früher, also nicht die 30 Minuten. Aber ihr habt ja die letzten Teile sehr, sehr lange gehabt. Also über 30 Minuten, knapp an die 40 bis knapp an die 50. Somit würde ich sagen, wir machen heute ein bisschen früher Feierabend und machen morgen mit den Häusern weiter. Eigentlich bin ich überhaupt nicht begeistert, dass wir jetzt die Häuser annehmen müssen. Aber so ist es eben. Also, ich würde sagen, bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder mich noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch. Lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.